Herzlich willkommen bei deinem Podcast für Kinderwunsch. Ach nee, das war was anderes. Herzlich willkommen bei Ausgesaugt und Angeschissen mit Stina Lotta, das bin ich. Dein Podcast über Kinderwunsch, Schwangerschaft und Elternzeit, der etwas, sagen wir mal, anderen Art. Hallo und schön, dass du wieder bei mir bist. Bei meiner dritten Podcast-Folge, ist das nicht krass? Ich bin immer noch euphorisch aufgeregt und kämpfe mit dem Ton. Bei der ersten Folge hat der Raum leider gehallt, weil ich im Wohnzimmer saß. Bei der zweiten Folge saß ich dann zu dicht am Mikro. Heute gebe ich meinem Mikrofon eine dritte Chance. Ich hoffe, dass es jetzt besser ist. Aber wenn nicht, dann habe ich die Schnauze voll und dann gibt es ein neues Mikro. Ich, tatsächlich, das Mikro macht mich fertig. Also egal wie und wie ich dann versuche, das einzustellen und umzustellen, irgendwie habe ich nur Probleme. Aber so ist es halt, wenn man was Neues anfängt, muss man auch damit rechnen, dass nicht immer alles glatt läuft. Ja, kann ja nicht jeder ein super teures 1A-Mikro haben. Aber vielleicht muss ich da mal dann bald investieren. Also, bitte lasst mich gerne wissen, jetzt nach der dritten Folge, wie euch der Ton jetzt diesmal gefällt, ob das gut so ist, ob ich so beibehalten kann oder ob das einfach nur anstrengend ist, weil ich finde, ein Podcast muss immer gut klingen und man muss sich irgendwie wohlfühlen dabei. Was heißt wohlfühlen? Also ihr dürft nicht die ganze Zeit beim Zuhören denken, aua! Genau. Ich hoffe, es geht euch gut. Und erst einmal herzlichen Dank. Tausend Dank. Ich bin so überwältigt. Ich habe bei Instagram die 10.000 Abonnenten geschafft nach anderthalb Jahren. Ich bin sowas von dankbar und glücklich und kann es gar nicht glauben. Also ich wusste vor allem nicht, dass ich erst vor anderthalb Jahren diesen Account erstellt habe. Ich dachte, das wäre schon viel, viel länger, weil ich davor ja mein Brautstyling-Account hatte. Und als ich meinen Laden geschlossen habe, habe ich mich dann doch entschieden, den privaten Account zu machen. Und jetzt sind wir einfach schon bei 10.000. Das ist so unfassbar. Und das ist wirklich nicht selbstverständlich. Und ich bin einfach richtig dankbar. Also auch nochmal auf diesem Weg vielen, vielen, vielen Dank. Das macht mich wirklich sehr, sehr glücklich. Ja, worum geht's hier heute? Heute wollen wir mal über das Thema künstliche Befruchtung bzw. ICSI sprechen. Weil ich gemerkt habe, das Thema beschäftigt euch natürlich viel. Vor allem möchte ich euch so ein bisschen Angst nehmen, weil ich hatte ganz viel Angst vor der ersten künstlichen Befruchtung und ich merke auch, dass es euch so geht, weil ich ganz viele Nachrichten immer kriege und immer Fragen, ob das weh tut, was das kostet, wie das abläuft, ob es unangenehm ist und so weiter und so fort. Und deswegen dachte ich, quatschen wir da heute mal drüber, wie es mir so ergangen ist, wie es bei uns abgelaufen ist. Und kann euch da schon mal von vorne weg die Sorgen nehmen. Also ich hatte keine Schmerzen, ich habe geschlafen. Die meisten schlafen dann eigentlich. Und sogar bei mir war es so, dass der Arzt sagte, nö, bei nur einer Eizelle entnehmen wir das so. Und dann habe ich aber gesagt, ich möchte trotzdem den Schlaf oder diese kurze Narkose, weil ich Angst davor hatte, vor diesem Eingriff dabei zu sein und dann doch Schmerzen zu haben. Und ich bin auch froh darüber. Also normalerweise macht man es immer. Bei mir sagt er halt, muss man nicht. Und ich war aber froh, dass ich es gemacht habe. Und das war auch alles gut so. Genau. Wo soll ich anfangen? Das ist jetzt so ein bisschen schwierig. Also ich werde einfach mal erzählen, wie der Ablauf bei uns so war. Natürlich kann ich nicht garantieren, dass das überall so ist, aber dann habt ihr mal so einen gewissen Einblick, wie das ablaufen könnte. Und das ist so die Idee. Also, ich fange mal bei der ersten Klinik an. Da war ja alles so ein bisschen anders. Da war es so, dass wir erstmal hin sind und ganz viele Untersuchungen hatten. Und ich muss sagen, bei der ersten Klinik hatte ich überhaupt nicht diesen klaren
Ablauf, was jetzt wann wie passiert. Das war in der zweiten Klinik anders und besser. Und tatsächlich jetzt im Nachhinein war es auch richtig, glaube ich, dass wir die Klinik gewechselt haben, weil mir das viel besser gefallen hat, dass man alles so strukturiert hat und weiß, was auf einen zukommt. Wenn man da in einer Klinik ist, wo irgendwie alles so ein bisschen drunter und drüber ist, sag ich mal, man gar keinen Fahrplan hat, war das für mich nicht so gut. Also das hat mir nicht die Angst genommen und hat mir auch nicht irgendwie, ja, gut getan. Also da war es eben so, dass wir dann irgendwie viele Untersuchungstermine hatten und immer, ja, wir gucken mal, aber was wir denn machen, ob ICSI oder IVF oder ganz was anderes, das wurde halt noch nicht so fest gesagt, sondern immer nur, ja, wir gucken mal, wir gucken mal. Und da bin ich wirklich froh, dass wir dann gewechselt haben. Also, ich kann euch sehr, sehr ans Herz legen. Wir waren in unserer Klinik sowas von glücklich. Wir sind dann nach Hildesheim gekommen. Fragt mich nicht, wie das passiert ist. Ich glaube, das war, weil ich auch so eine Angst vor der künstlichen Befruchtung hatte und habe dann von der Naturell IVF gehört. Das könnt ihr ruhig mal googeln, wenn euch das interessiert. Und zwar ist das eine künstliche Befruchtung ohne oder mit ganz wenig Hormon. Das heißt, in eurem normalen Zyklus, also in dem normalen, ja, in dem normalen Zyklus ohne Medikamente wird dann dieser Eingriff gemacht. Und das klang für mich total toll, weil ich habe ein halbes Jahr lang davor Clomiphen genommen, jeden Monat, jeden Tag, und habe dann in Mitte des Zyklus mit einer Spritze den Eisprung ausgelöst und dann hatten wir halt gezielt Spaß. Und ich habe Clomiphen überhaupt nicht gut abgekonnt. Also ich hatte alles an Nebenwirkungen, was es gibt. Ich habe Schweißausbrüche ohne Ende gehabt. Mir war übel, ich war müde, ich hatte Stimmungsschwankungen. Also ich habe wirklich sehr darunter gelitten. Und deswegen hatte ich so extrem Angst vor dieser Hormonbombe, weil ich dachte, wenn ich schon bei Clomiphen, wo ich ja nur so ein paar Tablettchen nehme, so reagiere, wie soll es mir denn gehen, wenn ich dann richtig Spritzen nehmen muss? Und da hatte ich so eine Angst vor irgendwie durch dieses Clomiphen, dass ich das nicht wollte und das so vor mir hergeschoben habe und mir das ganz schlimm vorgestellt habe. Und auch immer dachte, ich habe so ein schlechtes Gewissen, ich will das meinem Körper gar nicht antun, so eine Hormonbombe mir da reinzuschieben und nachher am Ende irgendwie vielleicht noch was falsch zu machen, indem ich einfach zu viel meinem Körper antue und vielleicht dann noch viel mehr kaputt mache, als es sein muss. Also das waren so meine Gedanken. Und deswegen fand ich dieses IVF naturell sehr schön, weil ich dachte, naja gut, dann greife ich ja nicht so sehr in den Körper ein. Ich habe meinen natürlichen Zyklus und habe dann eben gesehen, dass die nächste Klinik, die das anbietet, in Hildesheim war. Und genau, es gibt, oder zu dem Zeitpunkt, ich weiß nicht, wie das inzwischen ist, aber zu dem Zeitpunkt, das ist ja jetzt ein Jahr, glaube ich, her oder anderthalb, gab es, glaube ich, nur 5 Kliniken in Deutschland ungefähr, die das angeboten haben. Und die nächste war Hildesheim und dann war Berlin. Wir wohnen in Schleswig-Holstein in der Nähe von Hamburg. Und dann habe ich einen Termin in Hildesheim gemacht und den hatten wir dann letztes Jahr im Januar. Genau. Dann sind wir da hingefahren und der Arzt hat uns beiden Blut abgenommen und hat sich alle meine Unterlagen angeguckt, die ich ja schon hatte, und auch Julians Unterlagen und hat trotzdem darauf bestanden, dass er alles auch nochmal kontrolliert, also dass auch nochmal Julians Sperma kontrolliert wird, weil jedes Labor hat irgendwie andere Werte und dann kann das eben abweichen. Außerdem war die letzte Untersuchung schon ein bisschen her bei ihm. Deswegen wollte er das nochmal. Dann wurde, wie gesagt, bei beiden Blut abgenommen. Da wurde unter anderem mein AMH untersucht, der ja, wie ihr aus den letzten Folgen schon wisst, so schlecht war. Also für diejenigen, die jetzt vielleicht das erste Mal reinhören, mein AMH lag bei 0,01 und mein FSH war auch erhöht. Und ich hatte so gut wie gar nicht mehr meine Tage. Genau, das war da der Stand der Dinge. Und ich weiß nicht, da wurden noch ganz viele andere Sachen im Blut untersucht, unter anderem auch,
ob wir genetisch zusammenpassen. Das fand ich total interessant. Das war auch der erste Arzt, der uns das so erklärt hat. Der meinte, es gibt Paare, die passen genetisch nicht zusammen. Da kann man so viel künstliche Befruchtung machen, wie man möchte. Wenn man da nicht zusammenpasst, dann passiert da auch nichts. Also das funktioniert da nicht. Dann passt man einfach genetisch nicht zusammen. Das fand ich so krass, dass es das gibt und dass man das untersuchen kann. Da war da aber zum Glück alles gut. Genau, und ja, das war so erstmal das Backup, dass man erstmal alles durchcheckt. Und dann hatten wir gleich ein Gespräch mit ihm, wo er uns aufgeklärt hat. Und da hat er auch ganz klar gesagt, er will trotzdem die Untersuchung abwarten von heute. Aber aufgrund unserer Unterlagen, die wir eben schon von der alten Klinik und so weiter mit hatten, hat er sich natürlich auf diese Untersuchung bezogen und hat uns dann aufgeklärt und hat mit uns geredet. Und wir fanden das ganz toll, dass er einfach alles uns erklärt hat, einfach was wie wo ablaufen könnte, was überhaupt der AMH-Wert ist. Also er hat uns wirklich einfach mal so ganz genau alles mal so aufgeschlüsselt und hat uns da halt gesagt, dass wir jetzt nochmal die Blutwerte abwarten, aber dass für uns wohl die IVF naturell nicht in Frage kommt, weil mein AMH-Wert ja so schlecht ist, dass mein Problem ist ja, dass ich keine Eizellen oder zu kleine produziere. Und dann meinte, man könnte es natürlich versuchen, aber er würde uns halt empfehlen, eine kleinere Dosis an Medikamenten mir trotzdem zu geben, einfach um das so ein bisschen anzuschieben. Aber er sagte, trotzdem wird er mir nicht die volle Dosis geben, was jetzt bei einer normalen ICSI passieren würde. Weil er sagte, bei anderen ist ja das Ziel, 15 oder 20 Eizellen zu kriegen, sag ich mal. Oder zwischen 10 und 20 ist ja immer unterschiedlich. Oder manche haben ja auch nur 5. Aber das Ziel ist ja bei, ich sag jetzt mal, anderen Frauen, die jetzt nicht dieses AMH-Problem haben, also die, wo die Eizellreserve normal ist, da ist das Ziel ja, das einmal zu pushen und dann ja 10 bis 20 Eizellen zu kriegen. Und die meisten lassen die dann ja auch einfrieren, damit man eben auch was in Reserve hat. Und er sagte, bei mir ist das Ziel, überhaupt eine Eizelle zu kriegen. Oder mit Glück zwei. Aber da sagte er schon, wenn wir eine kriegen, sind wir schon glücklich. So. Und dann sagte er, es bringt mir ja nichts, dir viel zu viel Hormone zu geben. Und im Endeffekt würde es halt nichts mehr bringen. Weil mehr als eine wird es bei mir nicht geben oder als zwei, weil mein Reserve ja so klein ist. Also was, man kann da ja gar nichts pushen. Deswegen würde es auch gar nicht bringen, viel zu viele Hormone einem zu geben. Aber er würde es halt ein bisschen pushen, damit die groß genug wird und damit da überhaupt eine kommt. Ja, genau. So war der Plan. Und dann hat er uns auch gleich gesagt, was denn so an Kosten auf uns zukommen würden. Beziehungsweise wir hatten nach dem Gespräch mit ihm, wo es um dieses Medizinische ging und was er uns empfehlen würde und so weiter, hatten wir dann ein Gespräch nochmal mit der Assistentin oder Arzthelferin, ich weiß gerade nicht das Fachwort, die uns dann gesagt hat, was das kosten würde. So, und jetzt kommen wir zu den Kosten. Das ist tatsächlich ein heikles Thema. Und zwar bei uns, ich sage jetzt mal, wie es bei uns war. Bei uns war es so, dass unverheiratet hätte keine Krankenkasse das gezahlt. Verheiratet hätte die Krankenkasse 50% gezahlt. Da muss man aber auch noch in einem bestimmten Alter sein. Ich bin mir nicht mehr so ganz sicher, wie alt man sein muss, aber ich meine zwischen 25 und 40. Steinigt mich bitte nicht, das kann man bestimmt googeln oder dann seinen Arzt fragen. Ich meine, das war das Alter, aber kann auch sein, dass es 20 und 35 war. Also irgendwie in dem Dreh muss man halt vom Alter her sein. Und es ist abhängig vom Bundesland. Das heißt, ich kann euch gar nicht so genau sagen, wie das bei euch ist, weil wenn ihr irgendwo ganz woanders wohnt als wir und ja andere Voraussetzungen habt,
kann es halt wieder ganz anders sein. Deswegen ist das so schwierig, dieses Geldthema. Deswegen würde ich dann immer um einen Termin extra für diese Finanzen bitten. Weil ganz viele schreiben mir immer, was das denn jetzt kostet und wissen das gar nicht. Und wir haben es halt direkt gemacht, dass wir ja schon, als ich den Termin gemacht habe, habe ich am Telefon gesagt, ich möchte bitte danach ein Gespräch oder bei dem Termin ein Gespräch, was wir für Kosten hätten. Und dann hatten wir halt auch dementsprechend den Termin und haben auch richtig Unterlagen bekommen, wo das aufgeschlüsselt wurde, wo drauf stand, was ungefähr die Medikamente kosten werden, was die Behandlung voraussichtlich kosten wird und so weiter. Weil man kann das ja gar nicht so genau auch sagen. Man kann immer nur so circa Angaben geben, weil es kann ja auch sein, dass man länger Medikamente noch doch nehmen muss als geplant oder kürzer oder dass der Eingriff nicht stattfindet oder dass der Eingriff stattfindet, aber abgebrochen wird oder keine Ahnung. Also es kann ja immer irgendwas sein. Deswegen können die natürlich vorher immer nur so circa Angaben geben. Und bei uns war es dann eben der Fall, dass die Krankenkasse da noch nicht gezahlt hätte, weil wir da noch unverheiratet waren. Allerdings hatten wir vor, in dem Jahr zu heiraten und haben dann gesagt, okay, dann starten wir nicht jetzt direkt, sondern wir warten jetzt das halbe Jahr und machen erstmal die Hochzeit und starten dann. Weil hätte die Krankenkasse gar nichts gezahlt, das hätten wir uns nicht leisten können. Also Chapeau an die Leute, die das so können, aber das wäre einfach zu heftig gewesen. Und die Krankenkasse hätte bei uns auch bis zu 3 Versuche 50% gezahlt. Genau. Aber wie gesagt, da sind so viele Faktoren von abhängig, dass man das gar nicht so sagen kann. Und dann war es ja bei uns auch, dass wir ja nur so einen kleinen Teil an Medikamenten brauchten, dass wir nur so einen kleinen Eingriff hatten, weil es nur eine Eizelle war. Und dann war es ja tatsächlich nur ein Versuch und eine Eizelle, die befruchtet werden musste. Es musste nichts eingefroren werden. Das sind halt alles so Faktoren, die damit reinspielen. Deswegen kann ich euch das immer gar nicht so beantworten, wenn ihr mich fragt, was das denn jetzt kostet. Ja, das kann 4.000 Euro kosten, es kann aber auch 10.000 oder 15.000 Euro kosten, je nachdem. Und dann muss man noch gucken, was die Krankenkasse übernimmt. Also wir sind erstmal da raus und waren total geschockt, weil wir erstmal die Info hatten, ja, das könnte so um die 8.000 kosten. Aber das ist auch wieder witzig. Was heißt witzig? Total bescheuert. Also hätte die Krankenkasse nichts bezahlt, dann hätten wir 8.000 Euro zahlen müssen in unserem Fall. Da die Krankenkasse aber 50% zahlt, dachten wir dann ja automatisch, dann müssen wir nur noch 4.000 zahlen. Aber irgendwie, das war so richtig kompliziert. Irgendwie war es dann noch ein bisschen weniger, weil wenn die Krankenkasse was übernimmt, haben die andere Verträge oder andere Preise, wie auch immer, dass es nochmal ein bisschen weniger wird. Und ich glaube, im Endeffekt waren wir dann, dadurch, dass wir ja Glück hatten, dass es nur ein Versuch war, eine Eizelle und so weiter, meine ich, waren wir bei 3.000 bis 4.000 Euro. Ja, und dann muss man auch noch wissen, dass die Medikamente immer direkt bezahlt werden. Also das müsst ihr gleich mit einplanen. Unsere Medikamente haben circa 1.000 Euro gekostet insgesamt. Wir brauchten aber auch nochmal eine Verpackung mehr. Eigentlich haben wir mit weniger gerechnet. Und dadurch, dass wir nochmal eine Packung mehr nehmen mussten, eine Packung hat, glaube ich, 400 Euro gekostet, waren wir natürlich so, super, für einmal. Und ich glaube, das war auch jetzt nur für 2 Tage mehr Spritzen, brauchten wir eine ganze Packung für 400 Euro. Da waren wir auch not amused. Aber genau, deswegen waren wir so ziemlich bei 1.000 Euro für die Medikamente. Und die muss man ja direkt kaufen. Also wenn es heißt, so jetzt geht's los, dann geht man in die Apotheke und auf diesem Überweisungsschein steht dann auch schon, dass man nur die 50% zahlen muss. Aber wir waren halt mit diesen 50% bei 1.000 Euro. Das heißt, unsere Medikamente hätten 2.000 Euro gekostet. So,
Ich hoffe, es ist euch nicht zu wirr, aber ich versuche euch das irgendwie aufgeschlüsselt vorzuzeigen. Genau. Die Medikamente mussten wir also dann direkt bezahlen. Und dann ist ja erst die Behandlung. Und hinterher, nach dem Eingriff, kommt dann eine Rechnung oder kommen mehrere Rechnungen. Dann kommt einmal die Rechnung für den Mann, was er bezahlen muss, dann einmal für den Eingriff, was ich bezahlen muss. Dann kam noch mal extra, ich glaube, 80 Euro für die Narkose. Also dann kommt das so ein bisschen aufgeschlüsselt. Aber die eine große Rechnung ist natürlich der Eingriff und die kommt nach dem Eingriff. Ich glaube, das kam bei uns so 2 Wochen, 3 Wochen später. Und dann kann man auch immer mit der Klinik sprechen. Also keine Klinik, also zumindest die beiden, die ich jetzt kennengelernt habe, sagt da irgendwie, ja, entweder du zahlst es ganz oder gar nicht. Also wir haben dann mit denen gesprochen und halt gefragt, wie das denn wäre, wenn wir jetzt so viel auf einmal zahlen müssten, ob man das nicht aufsplitten kann. Und die waren super entspannt und haben gleich gesagt, ja, klar, gar kein Problem. Dann haben wir die Rechnung bekommen und dann haben wir wieder angerufen und gesagt, ja, wir hatten eigentlich vorher besprochen, dass wir das irgendwie aufsplitten wollen. Und dann haben die gesagt, ja, ruf da an, weil das ist, die rechnen ab über eine extra Abrechnungsstelle. Ruft da an und dann könnt ihr einfach sagen, ihr wollt eine Ratenzahlung und dann sagt ihr, wie viel und dann geht das los. Und das war wirklich total unkompliziert. Man konnte da anrufen und sagen, hey, haben mit der Klinik gesprochen, wir wollen eine Ratenzahlung. Und dann kann man das einmal absprechen, wie viel man denn im Monat zahlen kann. Und genau, dann wird das eben aufgesplittet. Finde ich irgendwie eine wichtige Information. Ich weiß, über Geld spricht man ungerne, aber gerade bei sowas wie einer ICSI, also ich glaube, keiner kann das mal so eben aus dem FF schnitzen und wer es kann, freut euch. Also ich bin ganz ehrlich, für uns war das viel Geld und für uns war das ja eine große Überlegung. Wir haben jetzt auch nicht, sind auch nicht mit einem goldenen Löffel geboren. Wir müssen auch gucken, wo wir bleiben. Und für uns war das dann eben eine tolle Möglichkeit zu wissen, die Klinik ist da total entspannt und wir können das halt so regeln. Und so war es auch gut für uns. Und die meisten wissen das gar nicht. Die denken nur, oh mein Gott, die hören irgendwelche wilden Zahlen. Das kostet 10.000 Euro und 15.000 Euro und noch mehr. Und die denken, oh Gott, ich kann mir gar kein Kind leisten. Aber im Endeffekt gibt's ja eben auch Möglichkeiten, die Krankenkasse zu wechseln, wenn die eigene nicht zahlt. Bei manchen habe ich schon gehört, die haben dann gemeinsam in eine gewechselt, die das dann auch getragen hat. Es gibt wohl sogar in manchen Bundesländern die Möglichkeit, dass die Krankenkasse das ganz zahlt. Da bin ich aber überfragt, in welchem Bundesland. Ja, also es gibt da immer irgendwie Möglichkeiten. Und am besten sprecht ihr dann einfach mit eurer Klinik und die sagt euch dann, ja, die und die Kasse übernimmt das oder so und so viel wird generell in diesem Bundesland übernommen oder so weiter. Also das kann man alles besprechen und bitte, bitte seid euch da auch nicht zu schade oder schämt euch nicht, dass ihr nach einer Ratenzahlung oder so fragen müsst, weil das ganz normal ist. Also ich kenne ganz, ganz viele, die das so machen und deswegen wusste ich das auch und ich war dankbar dafür, weil sonst hätte ich vielleicht 10-mal überlegt, ob ich das jetzt wirklich mache und wäre jetzt vielleicht noch gar nicht schwanger, weil ich mir das nicht hätte leisten können oder noch lange gespart hätte oder wie auch immer. Und ich wusste über eine Freundin, dass es die Möglichkeit gibt, hab dann die Klinik darauf angesprochen und die waren total entspannt damit. Also die haben auch gesagt, ja klar, das ist hier gang und gäbe. Ich weiß nicht, ob jede Klinik das so macht, aber bei uns war das super entspannt. Genau, ganz aus der Puste hier. Letztes Mal habe ich auch gemerkt, dass ich die ganze Zeit total aus der Puste war. Ich bin ja sowieso im Moment sehr schnell aus der Puste und beim Reden erst recht. Und wenn ich dann rede und rede und rede, dann bin ich immer total außer Atem. Also entschuldigt, nach der Schwangerschaft ist das nicht mehr mit so viel Atmung hier. genau, so viel zu den Kosten. Also ich hoffe, dass ich euch da ein bisschen helfen konnte. Dann weiß ich nicht mehr, wo ich stehen geblieben bin. Wir waren bei den Kosten, genau. Dann haben wir erstmal gesagt, so, wir heiraten. Also hatten wir dann ein halbes Jahr Pause. Und natürlich habe ich in dem halben Jahr gehofft, dass es dann doch so klappt. Ja, hat leider nicht so geklappt. Und in diesem ganzen halben Jahr hatte ich meine Tage auch gar nicht mehr komplett
Nada, gar nichts. Und mein AMH war ja, wie gesagt, schon bei 0,01, FSH erhöht und dann bleiben die Tage komplett weg, ein halbes Jahr lang. Ich natürlich Panik zum Frauenarzt, der mich untersucht und meint dann, ja, da ist auch keine Schleimhaut aufgebaut und nix, keine Follikel, kein gar nichts. Der konnte nicht mal richtig den Eierstock finden. Ich habe ja nur noch einen, weil ich ja an dem anderen eine Dermoidzyste hatte. Das habe ich auch in der ersten Folge alles erzählt, warum, wieso, weshalb alles bei mir so ist mit den ganzen Operationen. Und der sagte dann, ja, sind wohl die Wechseljahre. Dann wollte ich direkt anfangen zu heulen, weil ich dachte, jetzt ist Welt unter. Aber mein Frauenarzt ist sowas von entspannt die ganze Zeit gewesen. Also die ganzen 4 Jahre war mein Frauenarzt immer der Typ, wenn ich da heulen saß, der hat immer gesagt, ja, wo ist denn das Problem? Bei einer künstlichen Befruchtung ist das eh egal. Und ich dachte immer so, hä? Ja, aber man braucht doch die Tage, um starten zu können. Und er meinte, nö, ist egal. Und ich war total so, hä, okay, naja, wird er schon recht haben. Naja, und aber irgendwie trotzdem seine Entspanntheit hat mich dann wieder beruhigt. Und ich habe in diesem halben Jahr, da fragen auch ganz viele immer nach, Aknolyt-Madaus-Tropfen genommen. Da muss man jeden Tag das durchziehen. Ich glaube, 40 Tropfen in so ein Glas Wasser. Schmeckt scheiße, ich warne euch schon mal vor. Aber das muss man mindestens 3-4 Monate durchziehen. Ich glaube, nach 3 Monaten habe ich gedacht, bringt eh nichts der Scheiß und wollte aufhören damit. Bin aber froh, dass ich doch weitergemacht habe. Ich habe es eisern durchgezogen, weil ich dachte, nein, du ziehst das jetzt durch. Und nach einem halben Jahr habe ich plötzlich meine Tage bekommen. Und aber nur ganz, ganz leicht, eher so eine ganz leichte Schmierblutung. Und habe dann direkt in der Klinik angerufen und habe gesagt, hey, ich habe meine Tage und was können wir loslegen? Und dann meinten die, ja, geh mal zum Arzt, lass dir mal Blut abnehmen. Wir haben nämlich mit der Klinik abgemacht, weil die so weit weg war, dass wir nicht ständig dahin fahren wollten, weil das 2,5 Stunden Fahrt dahin und dann ja auch wieder zurück sind. Und mit denen haben wir abgemacht, dass wir wegen der Entfernung das in Kombination mit meinem Arzt machen dürfen. Das heißt, wenn mir Blut abgenommen wurde oder ich Untersuchung brauchte oder so, konnte ich das immer bei meinem Frauenarzt hier machen und das wurde dann dahin geschickt. Ja, dann bin ich zu meinem Frauenarzt. Der hat mir Blut abgenommen und das dahin geschickt. Am nächsten Tag haben die mich angerufen und gesagt, jupp, sind die Tage. Also das können die ja anhand der Hormone sehen. Aber am zweiten Tag waren meine Tage schon fast weg. Und dann meinte ich, ja, wie sicher? Also ist das, ja, die Hormonwerte sind in Ordnung, wir können anfangen. Da dachte ich, okay, alles klar. Und dann habe ich mir die Medikamente geholt, also die Spritzen. Und habe dann am Zyklustag 3 angefangen zu spritzen. Die erste Woche habe ich angefangen mit den Hormonen zu spritzen. Und ab der zweiten Woche, also als die eine Woche dann um war und die zweite Woche anfing, habe ich eine zweite Spritze dazu bekommen, die verhindert hat, dass der Eisprung zu früh losgeht. Und dann habe ich quasi in der zweiten Woche die beiden genommen. Und in der Mitte des Zykluses musste ich dann tatsächlich nach Hildesheim, weil die dann gesagt haben, für die Untersuchung wollen die bitte, dass ich direkt dahin fahre. Dann bin ich direkt hin mit Julian. Und ich war vor Ort und mein Arzt war nicht da. Ich weiß nicht, der war krank oder im Urlaub oder so. Dachte natürlich, ja super, fängt ja schon mal ganz toll an hier. Und dann hatte ich irgendeine Ärztin, die ich nicht kannte und die hat meinen Eierstock nicht gefunden. Also ich habe ja nur noch einen und die hat gesucht und gesucht und gesucht und die hat ihn einfach nicht gefunden. Dann meinte ich schon zu ihr, weil sie hat immer, ich komme mit den Seiten immer durcheinander. Ich glaube, ich habe rechts noch meinen und sie hat immer links gesucht. Und dann habe ich schon zu ihr irgendwann gesagt, ob sie mal rechts gucken kann, weil ich glaube, der ist rechts, weil ich verwechsel das selbst auch immer. Und dazu kam noch, beim letzten OP-Bericht wurde das falschrum wohl aufgeschrieben. Das haben wir dann rausgefunden. Und dadurch hat sie sich an diesem OP-Bericht immer an links gehalten. Und immer gesucht. Und immer gesucht. Und ich meinte halt, sie soll mal rechts gucken. Und dann hat sie auch irgendwie rechts geguckt, hat aber nichts gefunden.
Und dann meinte sie nachher, ja, also die hat wirklich, ich glaube, 10 Minuten gesucht. Und irgendwann meinte sie, ja, also das kann mal sein. Also es kann sein, dass wir jetzt den Eingriff abbrechen müssen, weil, ja, wenn man den nicht findet, also dann wird da auch kein Follikel sein. Und dann hat das wohl nicht geklappt diesen Monat. Ich natürlich schon am Heulen, dachte, toll, hast du 2 Wochen lang die Medikamente nicht reingespritzt und dann findet die den nicht. Kann doch nicht angehen. Ich fahre hier umsonst ganz nach Hildesheim und habe mir für den Tag dann auch extra Urlaub genommen, glaube ich. Ja, ich glaube, ich habe mir Urlaub genommen, weil wir ganz nach Hildesheim mussten. Und war auch dankbar, dass mein Chef das auch gemacht hat, weil ich habe ihm tatsächlich gesagt, warum ich mir Urlaub nehme. Ja, und dann war es so, dass sie dann sagte, ja, kommen Sie morgen nochmal wieder. Und dann meinte ich, wir kommen aus Hamburg, also Schleswig-Holstein hinter Hamburg. Meinte sie, ja, aber nützt ja nichts, wir müssen den ja jetzt finden. Meinte ich, ja, aber was soll denn morgen anders sein als heute? Also, ne, und war voll so, oh Gott. Naja, dann meinte sie, sie bespricht das nochmal. Und ich glaube, wir waren an einem Donnerstag da. Und dann sagte sie, ja, ich soll dann jetzt bitte doch nochmal eine zweite Packung, das war nämlich das, ich sollte dann doch nochmal neue Medikamente kaufen, weiterspritzen und dann am Montag nochmal wiederkommen. Das haben wir dann gemacht, sind dann am Montag wieder hin und dann war mein Arzt wieder da. Der hat dann geguckt und hat den auch nicht gefunden. Ich dachte, ich drehe durch. Der hat gesucht und gesucht und gesucht, auch wieder am linken Eierstock, der ja nicht da ist. Und dann meine ich schon zu ihm, ja, ich bin mir nicht sicher, aber ich glaube, das fühlt sich so falsch an. Ich glaube, der ist rechts. Und dann meinte er, nee, eigentlich müsste der links sein, laut des Berichts. Meinte ich, ja, aber irgendwie, man kennt das ja, wo der Arzt sonst guckt, ne? Und ich dachte, vom Gefühl her ist links nicht richtig. Und ja, er habe immer weiter geguckt und weiter geguckt. Und dann meinte ich nochmal, ich glaube, der ist rechts. Dann hat er rechts geguckt, nichts gefunden. Und dann meinte er noch zu der Assistentin, oder was ist, wie heißt denn das? Ich vergesse das immer. Arzthelferin, wie auch immer. Meinte er, dann gucken Sie nochmal auf den Bericht. Dann hat sie geguckt, nee, hier steht links. Er weitergeguckt. Dann meinte er auch, ja, also meine Kollegin hat das ja auch nicht gefunden. Es kann mal sein, dass man den nicht findet. Dann ist der ja jetzt so klein, dass der einfach gerade nicht aufzufinden ist. Und den Follikel findet man, also dann gibt es auch keinen Follikel. Und dann müssen wir den Eingriff hier abbrechen. Mir standen schon die Tränen bis sonst vorhin. Dachte schon, ey, das kann doch nicht angehen. Und dann meinte ich nochmal zu ihm, können Sie bitte nochmal rechts gucken? Ich bin mir so sicher, dass es rechts ist. Und dann hat er ein bisschen länger rechts geguckt und auf einmal kam von ihm, ach, da ist er ja. Und ich dachte so, oh mein Gott, Gott sei Dank. Und ja, dann hat er ihn rechts gefunden und sagte gleich, und ein Follikel ist auch da. Und ich dachte so, oh, Gott sei Dank. Wirklich, also ich glaube, hätte ich nicht nochmal darauf bestanden, dass er doch nochmal rechts guckt, hätte er ihn nicht gefunden. Also Appell an euch, immer aufs Gefühl hören. Und wenn man dann 3, 4, 5 Mal nervt, ist manchmal das Richtige. Ja, er hat dann rechts den gefunden, auch ein Follikel. Und hat dann gesagt, ist ja super, dann können wir dann und dann den Transfer machen. Ich glaube, das wäre dann nochmal 2 Tage später. Genau, wir waren am Montag da. Genau, Montag. Dann hat er gesagt, ich soll am Dienstag den Eisprung auslösen und am Mittwoch war dann der Transfer. Genau. Ich glaube, 24 Stunden nach der Auslösespritze ungefähr findet dann dieser Transfer statt, also die Entnahme. Da sind wir dann hin. Und man trägt einfach, ja, nimmt euch ein langes Hemd oder ein langes T-Shirt mit, wo ihr euch drin wohlfühlt. Ich habe von H&M diese langen Schlaf-T-Shirts, die bis zum Knie gehen, genommen. Da habe ich tatsächlich von meiner besten Freundin eins bekommen, was sie bei der Geburt von ihrem Sohn anhatte. Das ja, war mein kleiner Glücksbringer. Und das hatte ich an und ganz wichtig Socken. Weil man zieht sich dann ja unten rum aus und latscht dann einmal in den Raum, wo dann der Transfer stattfindet. Und das ist natürlich kalt. Deswegen ganz wichtig, Kuschelsocken und langes T-Shirt.
Und dann kam ich in ein Zimmer, wo dann auch noch 3, 4 andere Mädels waren, die auch auf den Transfer gewartet haben. Und dann hat man da, also da war es tatsächlich sehr süß gemacht, wie so ein kleines, ja, so ein kleines Zimmer mit einem Schrank, wo man alle seine Sachen reintun konnte. Und dann standen da 5 Betten in dem Zimmer und alle mit dieser typischen IKEA-Blumenbettdecke. Und ja, da chillt man dann halt kurz und wartet halt, dass man dann drankommt. Und da war es dann, ja, ich weiß gar nicht, wie lange ich warten musste, 20 Minuten oder so. Und dann wurde ich aufgerufen und dann hat die Arzthelferin mich in den Raum begleitet und da war es tatsächlich dann so ein, ja, ich würde mal sagen, eine Mischung aus OP-Raum und Gynäkologenraum. So, eigentlich nur ein kleiner Raum mit diesen typischen Lichtern, die man eben von dem OP kennt. Aber trotzdem war das so ein Gynäkologenstuhl. Und da habe ich mich eben hingelegt und habe dann eine Spritze bekommen, dass ich halt einschlafe. Ja, und danach erinnere ich mich, dass ich so halb schlummerig wieder aufgewacht bin, als sie mich dann zu zweit wieder ins Bett gehievt haben. Und habe dann kurz geschlafen. Und dann bin ich relativ schnell aber wieder aufgewacht. Und dann habe ich, ja, wurde ich gefragt, ob ich einen Kaffee möchte und was Kleines zum Snacken, irgendwie einen kleinen Keks oder irgendwas, dass ich mich ganz in Ruhe erstmal auf, dass ich in Ruhe aufwachen soll. Und ja, dann wacht man ja auch so nach und nach, kommt diese, das ist ja keine richtige Narkose, sondern nur so eine Schlummernarkose, wie beim Zahnarzt oder so, wenn man die Weisheitszähne gezogen bekommt. Das ist dann ja auch nicht so eine richtige, sondern nur so eine kleine Schlaftablette sozusagen, aber ich weiß gar nicht mehr. Ich glaube aber trotzdem über den Zugang tatsächlich, aber halt nicht so stark, dass man jetzt stundenlang schläft, sondern eben dieser Eingriff dauert ja 10 Minuten oder so. Und manche hatten danach so ein bisschen Unterleibsziehen, aber die eine, die das hatte, da wurden auch 20 Eizellen entnommen. Und die hat dann aber direkt eine Ibuprofen bekommen und dann hat sie geschlafen. Also dann war auch gut. Die andere hatte nichts und ich hatte auch nichts. Also ich hatte danach im Auto so ein ganz leichtes Ziehen, aber ganz leicht. Also als wenn man gerade so seine Tage bekommt, so ganz, ganz, ganz leicht. Und ja, dann war es das eigentlich. Dann fährt man nach Hause. Und dann habe ich gewartet bis, oh Gott, jetzt muss ich erstmal, bis zum nächsten Tag. Bis zum nächsten Tag? Nee, genau, abends wurde ich nochmal angerufen und da wurde mir gesagt, dass die Eizelle reif war, genau. Weil das weiß man manchmal auch vorher nicht. Also, dass sie reif war und dass da auch eine Eizelle drin war. Weil es ist wohl, also ich dachte immer, wenn ein Follikel da ist, ist auch eine Eizelle da. Es gibt wohl aber auch manchmal die Variante, dass da ein Follikel ist, wo aber keine Eizelle drin ist oder keine reife Eizelle oder irgendwie so. Und das haben die mir dann abends schon bestätigt, dass die reif ist und dass da eine drin ist und dass die jetzt befruchtet wird und dass ich morgen früh, also am Donnerstag, angerufen werde, ob sie sich über Nacht befruchten lassen hat. Am nächsten Morgen wurde ich dann angerufen und da hieß es dann, sie wurde tatsächlich befruchtet. Da war schon ein Weltunter, da habe ich schon geheult wie ein Schlosshund. Da war ich so fertig und dachte, ey, es kann doch nicht angehen. Wir hatten jetzt wirklich eine einzige Eizelle und die hat sich auch noch befruchten lassen. Jetzt ist so, das war für mich so die allergrößte Hürden, die sind jetzt überstanden. Und da haben wir beide wirklich gesagt, also wenn es jetzt nicht klappt, dann weiß ich auch nicht. Weil die größte Hürde war für uns tatsächlich, überhaupt eine Eizelle zu kriegen und dass sie sich dann befruchten lässt. Und das war alles überstanden. Da ist so ein Stein von uns gefallen. Und da war ich für mich schon fast sicher, das muss jetzt klappen. Natürlich ist die Angst auch immer noch dabei gewesen und natürlich dachte man ja, macht dir nicht zu viel Hoffnung. Aber da war schon dieses, oh mein Gott, das muss jetzt bitte klappen. Und wir waren da schon so happy und so glücklich. Und dann war am Freitag dann der Transfer, entschuldigt, ich habe mich versprochen. Ich habe davor die ganze Zeit von Transfer gesprochen. Am Mittwoch war die Punktion, heißt das.
Ach, ich komme selbst schon durcheinander mit was wie wo heißt. Also, erst ist die Punktion, dann ist der Transversdiener. Ja, ihr wisst es besser. Wahrscheinlich, ich habe, glaube ich, 10-mal Transfer gesagt und ihr dachtet wahrscheinlich jedes Mal Punktion. Also, die Entnahme der Punktion war Mittwoch. Das, was ich eben meinte mit Schlafen und so weiter. So, dann, das war Mittwoch. Freitag war dann der Transfer, also das Wiedereinsetzen. Da sind wir also wieder nach Hildesheim. Und ja, das geht ganz schnell. Also da kommt man wieder in diesen Raum, zieht auch wieder sein Schlaf-T-Shirt und seine Socken an. Und dann ist tatsächlich, da schläft man nicht. Da wird einmal nur ganz kurz, man legt sich da auf die Liege. Und er kommt dann mit so einem, ich weiß gar nicht, wie das heißt. Ja, wie so eine Spritze. Und die wird einmal ganz kurz eingeführt. Also das merkt man kaum, fand ich zumindest. Also es hat einmal ganz kurz gezwackt, weil er kam nicht um die Ecke. Bei mir ist halt die Gebärmutter nach hinten gelegt. Und irgendwie war noch mein Muttermund, irgendwas war da, dass er da einmal irgendwie zwacken musste. Das war einmal kurz, aber auch nicht schlimm. Aber selbst, also die Spritze selbst, das war überhaupt nicht. Also was heißt Spritze? Dieses, ja, Pistole, was auch immer, womit er dann ja die Eizelle einsetzt. Das fand ich überhaupt nicht schlimm. Das hat er einmal kurz gemacht. Ich glaube, dass der Eingriff hat gefühlt 3 Minuten gedauert. Und dann war es das. Und ich war so, echt? Okay, kann ich jetzt gehen? Ja, Sie können nach Hause. Okay, also das ist wirklich ratzfatz und man ist durch. Ja, und dann sind wir nach Hause. Und danach hat man irgendwie so ein Gefühl, oder ich hatte das zumindest, ich dachte, dann kann ich jetzt ganz normal laufen. Ich hatte Angst, wenn ich hüpfe, dass ich das wieder verliere, was ja totaler Quatsch ist. Aber irgendwie fühlt man sich so, oh Gott, bloß nicht zu viel bewegen, nachher rutscht das da wieder raus. Aber man hat komische Gedanken. Aber ja, genau. Und dann sind wir wieder nach Hause und dann kaum eigentlich die schlimme Zeit, dann muss man 2 Wochen warten auf den positiven Test. Und bei uns war dann, das ist auch mal von euch sehr gefragt, wann denn der Test positiv war. Also ihr könnt testen, wenn ihr nicht nochmal eine Auslösespritze, nicht Auslösespritze, nochmal eine, wie heißen die? Jetzt komme ich nicht drauf. Ja, gut. Das ist eigentlich eine ähnliche Spritze wie die Auslösespritze. Ich komme nicht auf diesen Hormonwert. Wie heißt das denn? Och Mann, egal. Naja, wenn man einen Schwangerschaftstest macht, dann wird in diesem Test was gemessen. Jetzt ist es mir wieder eingefallen. HCG. Meine Herren, das war aber eine schwere Geburt. Genau, manche müssen nach dem Transfer nochmal eine HCG-Spritze nehmen. Genau. Und dann kann man nicht selbst testen mit dem Schwangerschaftstest, weil der Test dann verfälscht wäre. Weil natürlich der Schwangerschaftstest HCG misst und dann würde der positiv sein durch die Spritze und vielleicht ist er gar nicht positiv, weil man doch nicht schwanger ist. Das möchte man natürlich vermeiden. Aber wenn man das nicht hat und die Auslösespritze so und so lange her ist, da gibt es auch online, könnt ihr mal googeln, gibt es extra so Ausrechnungstabellen tatsächlich, wann man das zuletzt genommen hat, wie viel man wiegt und so weiter, wird das für einen ausgerechnet, wie viel HCG dann noch im Blut sein müsste oder im Urin. Und wenn dieser Wert dann tief genug ist, dann kann man eben testen. So, bei mir wäre er tief genug gewesen, ich weiß nicht mehr, der wäre dann glaube ich nur noch bei 6 oder 7 oder so gewesen und diese Tests messen ja erst ab 25 oder was, zumindest die, die ich hatte, glaube ich, kann auch sein, dass ich gerade Quatsch erzähle mit dem Test, ich glaube ich hatte aber einen 25er. Ja, auf jeden Fall waren meine Tests, ich habe natürlich viel zu früh angefangen zu testen, aber dazu muss ich sagen, das hat mich beruhigt, weil ich was zu tun hatte und es hat mich nicht erschlagen, wenn er negativ war. Manche haben dann ja Angst vor dem Test, weil sie denken, nee, dann bin ich enttäuscht, aber für mich war ein negativer Test jedes Mal dieses, naja, ist ja auch viel zu früh. So, deswegen hat mich das nicht gestört, ich war dann zufrieden, ich hab dann was getan. Und am nächsten Tag ging es wieder los. Also ich glaube, ich habe schon eine Woche nach Transfer
angefangen mit dem Testen und mich hat's halt nicht gestört. Test war halt negativ, okay. So. Und ich habe getestet und getestet, immer mit diesen billigen von Amazon, und die waren alle negativ. Und dann am Samstag, das war dann Punktion plus 10, so, also Eisprung und Punktion ist ja 1. Punktion plus 10, Eisprung plus 10, war der Clear Blue, unbezahlte Werbung, von der Apotheke, der Clear Blue Digital Ultra Frühtest, das ist wichtig, der war an Eisprung plus 10 positiv, während die ganzen billigen Tests, DM-Test, Rossmann-Test, also ich habe sehr viele an dem Tag gemacht, nachdem der positiv war, die waren alle durchweg negativ, nur der war positiv. Und ganz viele fragen mich immer nach dem Test und jedes Mal gibt es die Diskussion, es gibt von Clear Blue Ultra-Frühtests, die kann man auch bei Rossmann, DM und so weiter kaufen oder bei Amazon. Das sind aber nicht dieser aus der Apotheke. Weil der aus der Apotheke, ich glaube, der heißt wirklich Ultra-Frühtest Digital. Der kostet auch 14 Euro, also extrem viel. Und den gibt es wirklich nur in der Apotheke. Den kriegt ihr woanders nicht. Also wenn ihr ihn bei Amazon findet, ist der das nicht. Habe ich alles rausrecherchiert. Also ihr müsst den in der Apotheke holen. Und der war dann positiv. Also es ist wirklich unbezahlte Werbung. Ich bin einfach fasziniert von diesem Test, weil wirklich alle anderen, die ich danach gemacht habe, waren alle negativ. Und der hat einen Eisprung plus 10 angezeigt. Und am nächsten Tag hat, glaube ich, der von Rossmann, meine ich, wenn man mit einer Lupe raufgeguckt hat, ganz leicht positiv. Und nochmal einen Tag später waren dann die anderen Festeren dann auch langsam zu sehen. Aber die billigen von Amazon, ich sag euch das, die haben alle so lange noch negativ angezeigt. Ich glaube, die waren erst, als ich schon dann das Blutergebnis hatte, haben die irgendwann mal angezeigt. Also ich glaube, also 14, 15, 16 Tage nach Eisprung oder so haben die erst angezeigt. Und davor waren die durchweg negativ. Die haben mich richtig aggressiv gemacht, weil die mich dann doch verunsichert haben. Und irgendwie habe ich die dann ja trotzdem ständig gemacht, weil ich immer dachte, ich will wissen, wann ihr positiv werdet. Die haben so lange negativ angezeigt, das war der Hammer. Da haben alle anderen wirklich schon knallrot angezeigt gefühlt. Und die waren einfach blütenweiß. Ich dachte mir immer, ihr Schweine, hätte ich mich immer auf euch verlassen, wäre ich ja immer verzweifelt gewesen. Also, nur so als Tipp. Ja, richtig. Das waren jetzt irgendwie vier Informationen. Die Folge ist heute ein bisschen länger. Aber ich wollte euch das ganz ausführlich erzählen und euch auch nicht irgendwelche medizinischen Fakten nennen, wie es bei Google steht, weil das könnt ihr euch selbst ergoogeln. Und die genauen Zahlen mit Preisen und so weiter, das könnt ihr alles individuell für euch rausfinden in der Klinik. Ich dachte, es ist richtig, wenn ich euch mal unseren Weg erzähle, also wie es ganz genau bei uns war, weil ihr dann genau den Einblick habt, wie es sein könnte. Aber wie gesagt, bei jedem Körper ist anders, weil natürlich nicht jeder hat das Problem mit dem AMH-Wert. Nicht jeder hat irgendwie, weiß nicht, gibt ja auch, dass zum Beispiel bei der Frau alles gut ist, aber beim Mann ist irgendwas nicht in Ordnung. Also das ist ja immer abhängig von dem Paar, von den Hormonen. Also ist halt immer individuell. Deswegen kann man nie pauschal sagen, so und so läuft eine ICSI ab. Sondern es ist eh immer anders. Deswegen lege ich euch ans Herz, geht in die Klinik, macht euch einen Termin und ich lege euch auch ans Herz, wenn euch das Bauchgefühl sagt, hier bin ich nicht richtig, dann ist das nicht eure Klinik oder nicht der richtige Arzt. Man kann auch innerhalb der Klinik ständig den Arzt wechseln, das geht. Man muss halt sagen, es muss halt für einen stimmen. Ich finde, das ist so ein intimes Thema und da muss alles passen. Man muss sich einfach wohlfühlen und es muss einfach alles, ja, es muss einfach alles passen. Deswegen schämt euch nicht, die Kliniken zu wechseln oder den Arzt zu wechseln. Oder beides. Dann logischerweise. Weil man muss sich wohlfühlen. Und da braucht man sich auch nicht komisch fühlen. Also ich bin so heilfroh, dass ich die Klinik gewechselt habe und dann wirklich an einen tollen Arzt gekommen bin, bei dem ich mich wohlgefühlt habe. Und da hat dann ja auch alles direkt geklappt. Also manchmal ist das echt gut so. Also,
jetzt habe ich viel geredet. Ich hoffe, ich konnte euch so ein bisschen einen Einblick da reingeben, wie so eine ICSI abläuft. Und ja, ich denke an euch und vor allem wünsche ich euch ganz, ganz, ganz doll die Daumen, dass es klappt. Und vergesst niemals, den Glauben daran zu verlieren. Also nicht zu verlieren. Weil ich hatte so oft, ich kenne das so gut, ich hatte so oft den Moment, dass ich dachte, das wird doch nie was. Und ich konnte mich immer wieder da rausholen und immer wieder sagen, nein, egal wie, irgendwann wird es klappen. Und nach 4 Jahren hat es geklappt, tatsächlich. Nach so viel Kampf und so viel Tränen und so viel Verzweiflung. Und natürlich hatte ich auch immer wieder diese Momente, wo ich die Hoffnung verloren habe. Aber dann hatte Julian sie und hat sie mir wieder gegeben und andersrum genauso. Also baut euch da gegenseitig auf und vergesst niemals, irgendwann wird's klappen. Diesen Glauben darf man einfach nicht verlieren, weil sonst kommt man in so ein Loch, in dem war ich auch. Und ja, das ist für die Psyche dann auch ganz schwierig. Und ich glaube, das interessiert euch auch ganz doll. Da fragen ganz viele mal nach, wie konntest du so positiv bleiben? Ich war in einem ganz schlimmen Loch, habe mich aus diesem Loch wieder rausgeholt und danach war ich positiv. Aber das erstmal zu schaffen, ist schwer und das weiß ich. Und ihr könnt mir immer jederzeit schreiben, wenn es euch schlecht geht oder ihr Fragen habt oder ihr verzweifelt seid. Schreibt mir einfach bei Instagram. Vielleicht kann ich euch irgendwie ein bisschen Tipps geben oder bestimmte Fragen beantworten oder irgendwie ein bisschen aufbauen, weil ich ganz genau weiß, wie es da mit einem geht. Und ich glaube, ich werde auch noch mal eine Folge zu diesem Thema Psychologie in dem Kinderwunsch machen, weil das wirklich ein sehr komplexes Thema ist und sehr, sehr wichtig ist. Ich glaube ja, Gedanken können Berge versetzen und wenn man da in diesem Loch ist und sich jeden Tag sagt, das klappt nicht, das klappt nicht, das klappt nicht, dann redet man sich das auch irgendwie ein. Deswegen verliert nicht die Hoffnung, versucht positiv zu sein, versucht daran zu denken und sich zu manifestieren, wie das mal sein wird, wenn ihr schwanger seid und wenn ihr dann ein Kind habt. Das habe ich dann mir auch immer so gedanklich vor Augen gehalten und irgendwann wird es klappen. Aber wie gesagt, vielleicht mache ich dazu nochmal eine Folge, könnt ihr mir ja mal schreiben, ob euch das interessieren würde, wie ich denn so psychisch mir Brücken gebaut habe und das geschafft habe, nicht in diesem Loch zu bleiben. Weil das ist ganz, ganz, ganz wichtig, finde ich. Das ist mit das Wichtigste, dass man einfach sich nicht verliert, nicht in diesem Trauerkloß bleibt, vor allem auch für die Beziehung. Ne? Wenn man so da drin steckt, dann ist es manchmal auch für die Beziehung nicht so gut, dass man sich viel streitet, dass man irgendwie, manche trennen sich ja sogar in der Kinderwunschzeit, weil sie es einfach dann irgendwann nicht mehr packen zusammen, weil diese Negativität über einem steht. Deswegen versucht immer, ja, dieses Positive zu behalten. Aber ich merke gerade, jetzt würde ich wieder stundenlang weiterreden. Ich glaube wirklich, wenn euch das interessiert, also schreibt mir da gerne mal, mache ich dazu mal ein Thema, was man denn machen kann, um irgendwie positiv zu bleiben. Ja, vielleicht hilft euch ja schon mal noch dieses Erinnertwerden von mir. Und ja, das wird klappen, ganz, ganz sicher. Ich glaube ganz doll daran, dass wir alle irgendwann unseren Weg finden. Ja. Ich bedanke mich für diese wundervolle Folge und hoffe, dass ich euch irgendwie helfen konnte. Wenn ich Fragen vergessen habe oder Dinge vergessen habe, schreibt mir sie gerne. Dann kann ich euch sie bestimmt beantworten. Es sei denn, es ist jetzt ganz was anderes, was ich nicht beantworten kann, dann ist es so. Aber das meiste, was so ICSI angeht, weiß ich ja, weil ich es erlebt habe. Und ja, wünsche euch einen wundervollen Tag und bis zum nächsten Mal. Thank you.